Moin und herzlich willkommen auf unserem Kanal S-Team 53. Ja, heute wieder mal Sammelkarten, ja, der nächste Teil. Und da haben wir noch einige Teile von. Wie gesagt, ihr könnt ja mal still und heimlich für euch immer mitzählen. Ja, auf jeden Fall, heute geht es um 5 Karten. Und zwar das Thema Affen. Ja? Bin mal gespannt, wer darin so ein bisschen bewandert ist. Denkt dran, wir stammen alle von ihnen ab. Ne? Da hätten wir den Gibbon. Ja? Warum sieht ein bisschen aus wie ein, ja, fast wie ein Schimpanse. Ne? Aber ist er nicht. Ne? Erste Frage. Gibbons können als zahme Hausgenossen gehalten werden. Sie sind A. sehr anhänglich, B. völlig stubenrein, C. überaus gelehrig. Zweite Frage. Gibbons gehören zur Gruppe A der Menschen, der Altweltaffen, B. der Neuweltaffen. So. Ja, jetzt wie immer der Text. Gibbons sind die einzigen Affen, die sich beim Gehen immer aufrecht auf zwei Beinen bewegen. Ich meine, abgesehen von uns. Ja? Wegen ihrer langen Arme, die außergewöhnlich gut zum Schwingen von Baum zu Baum geeignet sind, werden sie auch Langarmaffen genannt. Ja, ne? Also ihr seht schon, die Ähnlichkeit ist da, ne? Aber wir schwingen uns halt nicht mehr von Baum zu Baum. Jedenfalls die meisten nicht von uns. Die Arme der schwanzlosen Tiere reichen bis zu den Fußknöcheln und werden als Krücken verwendet. Mit den Händen als Stütze können Gibbons so schnell vorwärts kommen, dass ihnen ein Mensch kaum folgen kann. Sie leben in Südostasien und gehören zu denjenigen Affen, die alles, also Fleisch und Pflanzen, fressen. Ihr seht, ja, auch für die ist eine Fleischernährung ganz wichtig. Wegen ihrer lauten Gesänge werden Gibbons auch als Brüllaffen bezeichnet. Oh, das geht mir so auf den Zeiger. Hell, dunkel, dunkel, hell. So. Bei Sonnenaufgang und abends ist ihr Brüllen weithin zu hören. Sie markieren damit ihr Revier, denn die lautesten Affen haben immer den Vortritt. Gibbons leben in Familien, die sehr lange zusammenbleiben, da die Jungen erst mit 7 Jahren erwachsen werden. Oh, ne? Bei uns sind 7 Jahre noch Kinder, ne? Auflösung zu 1 ist A, wie auch bei 2 ebenfalls A. Ja, als nächstes haben wir auf jeden Fall den Gorilla. Hier ist er. Na? Marke King Kong. Nur nicht ganz so groß. So. Frage 1. Welche Affen sind dem Menschen am ähnlichsten? A. Die Gorillas. B. Die Schimpansen. Oder C. Die Orang-Utans. Zweite Frage. Wie bezeichnen Tierforscher die Gorillas? Jetzt seht ihr mal, was ich meine. Ja. A. Als angriffslustig. B. Als neugierig. C. Als in sich gekehrt. Jo, wollen wir mal gucken. Ne? Gorillas sind die größten Menschenaffen. Die können bis zu 350 Kilo schwer und bis zu 2,50 Meter groß werden. Also größer als ich. Um 60 Zentimeter. Aber da heißt es bei mir, ich bin übergewichtig. Alles klar. Ja, auf jeden Fall, wenn man das wieder im Verhältnis sieht, stimmt der BMI definitiv nicht. Ne? Also beim Gorilla jetzt. Und meistens ernähren die sich ja auch von Bananen oder so. Ne? So, Gorillas bewegen sich hauptsächlich auf dem Boden, denn ihre kurzen, breiten Hände und Füße sind nicht zum Klettern geeignet. Sie ernähren sich
von Pflanzen und leben heute nur noch in West- und Zentralafrika. Also eigentlich müssen die gern schlank sein. Ja? Erst 1860 wurden sie von Forschern entdeckt. Nachdem man ihr Leben in der Wildnis beobachten konnte, ist man heute davon überzeugt, dass Gorillas friedliche Tiere sind. Sie haben einen regelmäßigen Tagesablauf und wandern oft kilometerweit, um Nahrung zu suchen. Nachts bauen sie sich Schlafnester. Um Wache halten zu können, übernachtet der kräftigste Gorilla in einem entfernten Nest. Trifft eine Horde Gorillas auf eine andere, so trommeln die Gorillamännchen mit ihren Fäusten auf ihre gewaltige Brust und zeigen so dem Gegner, dass er sich in ihrem Revier befindet. Jo. Auflösung zu 1 ist B, zu 2 C. Aber ihr seht, der müsste eigentlich gärtenschlank sein. Ja? Er wandert kilometerweit und ernährt sich von Pflanzen. Also eigentlich bin ich ein Gorilla, ne? In dem Fall. Und ja, weil ich werde auch nicht dünner. Ne? Da sieht man mal, nicht jeder kann schlank werden. Ja? Das liegt einfach in den Genen. Also wie es genetisch veranlagt ist. Da kann man machen, was man will. Ne? Gibt genug, die leben vegan, vegetarisch, ja, treiben Sport, machen und tun und werden einfach nicht schlanker. Ne? So ist das im Leben. Ja, das ist die Natur. Ja, und das sehen manche Ärzte bis heute nicht ein. Ne? Natürlich wieder der obligatorische Kakao. Übrigens, noch der aus dem gestrigen Video für euch. Ja, aber es ist immer noch der gleiche. Also für mich ist er noch tagfrisch. Ja. Der Koboldmaki. Sieht niedlich aus, der Kleine, ne? Ja. Wer gehört noch zu den Halbaffen? A. Spitzhörnchen. B. Die Fingertiere. C. Schlankaffen. Zweite Frage. Und Achtung, ja, bei der ersten Frage können zwei Antworten richtig sein. Ja? Nur mal eben so nebenbei. Welches ist das kleinste affenartige Tier? A. Der Mausmaki. B. Der Potto. C. Der Schlanklori. Schlanklori habe ich ja neben mir. Sitzt auch so da. Na? Kannst jetzt in Technolokal setzen, kommt das gleiche raus. So. Na? So. Ja, auf jeden Fall. Koboldmakis gehören zu den Halbaffen. Man findet sie heute nur noch in Südostasien. Sie haben außergewöhnlich große Augen, die nach vorne gerichtet sind und fast das ganze Gesicht einnehmen. Als ausgesprochene Nachttiere sehen sie bei Tag wahrscheinlich sehr schlecht. In der Morgen- und Abenddämmerung aber jagen sie Insekten, Eidechsen und manchmal auch kleine Fische. Sie können ihren Kopf nach allen Richtungen bis zu 180 Grad drehen. Versucht ihr das mal? Ich glaube nicht, dass irgendwer das schafft. Also dürfte äußerst selten sein. Von den Eingeborenen werden die Koboldmakis bis heute gefürchtet, denn ihr Anblick bedeutet Unglück. Erst 1938 konnten Koboldmakis in Zoos beobachtet werden. Sie sind gute Springer und können sich sogar an einer senkrechten Glasplatte festhalten. An Händen und Füßen haben sie Beeren, die wie Saugnäpfe und Haftpolster wirken. Hätte ich auch gerne. Hey, das ist Spider-Man. So sieht er also aus. Beim Schlafen klammert sich der Maki aufrecht an einem Baumstamm und drückt den Schwanz als Stütze in die Rinde. Jo, Spider-Man, wa? Würde ich mal sagen. Also passt. Ja, zu Frage 1 ist A und B richtig. Und bei 2 ist es nur A. Na?
Damit haben wir die Karte auch durch. Und jetzt kommt der Orang-Utan. Wer kennt ihn nicht? Erste Frage: Wann wurden die ersten Orang-Utan-Babys in einem Zoo geboren? A. 1917, B. 1928, C. 1953. Ja, man muss ja auch bedenken, auch die Zoos sind negativ behaftet. Allein schon, wie beim Zirkus ja auch, wurden da ja auch ja, Menschen ausgestellt und so, ne? Also schon echt heftig. Also ich möchte kein Leben in Gefangenschaft haben wie hier die Tiere im Zoo. Ne? Es ist zwar schön für uns, ja, dass wir mal eben so gucken können, ja, und ja, uns die Tiere aus der Nähe mal angucken können, aber viel schöner ist es doch, wenn sie in der Natur sind. Ne? Also draußen. So, und nicht vom Menschen gejagt werden, wie zum Beispiel der Elefant wegen seinem Elfenbein und so. Das finde ich persönlich, ja, geht gar nicht. Ne? Wie schwer kann ein Orang-Utan-Männchen werden? Das ist jetzt die zweite Frage. A. 90 Kilo. B. 55. C. 75. So. Der Orang-Utan ist unter den Menschenaffen der einzige, der nur auf Bäumen lebt. Sein Name heißt übersetzt Waldmensch. Heute findet man ihn als freilebendes Tier nur noch in den heißen, sumpfigen Urwäldern von Borneo und Sumatra. Orang-Utans fressen hauptsächlich pflanzliche Nahrung und sind trotz ihres bedrohlichen Aussehens friedliche Tiere, die in großen Familien zusammenleben. Meist wird nur ein Orang-Utan-Baby geboren, das von seiner Mutter liebevoll gepflegt und vier Jahre lang gesäugt wird. Im ersten Lebensjahr bekommt es Milchzähne und ist genau wie ein Menschenbaby auf den Schutz und die Hilfe seiner Mutter angewiesen. Menschenaffen brauchen sehr lange, bis sie erwachsen sind. 10 Jahre dauert ihre Jugendzeit. Orang-Utan-Babys, die in Zoos aufgezogen werden, nehmen ihren Pfleger als Mutterersatz und zeigen ihnen gegenüber ganz deutliche Gefühle wie Zuneigung oder Ablehnung. Jo, also wisst ihr Bescheid. Das ist ja wie mit einem Elefanten, ja. Wenn du ihn nur einmal geschlagen hast, das merkt er sich und irgendwann schlägt er zurück. Ne? Also immer Vorsicht, immer nett und freundlich sein. Ne? Damit kommt man meist weiter. Ja, Auflösung zu 1 ist es B, zu 2 C. Das war dann der Orang-Utan. Der Schimpanse. Ja, ich glaube, da entdecken sich jetzt einige wieder. Ne? Schön am Popeln in der Nase. Ne? Gucken, was noch geht. Ja? Vielleicht kommt man ja irgendwann noch tiefer. Wer weiß. Ne? Manche haben sich ja auch schon das Hirn rausgepopelt. Ne? Das erlebe ich zum Beispiel immer wieder in den Kommentaren. Ja, also die ich dann entsprechend entferne. Ne? Erste Frage: Wie viel Körpermerkmale haben Menschen und Schimpansen gemeinsam? A. 156, B. 369, C. 412. Zweite Frage. Im Vergleich zum Affen ist das Menschengehirn A. dreimal größer, B. sechsmal größer, C. viermal größer. Auf jeden Fall dürft ihr mal raten, wer am Ende cleverer ist. Garantiert nicht der Mensch. Unter den Menschenaffen sind die Schimpansen dem Menschen am ähnlichsten. Sie können ihre Hände nicht nur zum Klettern, sondern auch als geschicktes Greifwerkzeug benutzen. Unter den Tieren sind sie diejenigen, die menschenähnliche Denkleistung erbringen können. Schimpansen können aus Erfahrung lernen und einfache Werkzeuge gebrauchen. So können Sie aus einem Schlüsselbund den richtigen Schlüssel herausfinden und eine Tür öffnen. In Ihrer Heimat, in den Waldgebieten Afrikas, hat man beobachtet, dass sie mit Knüppeln auf Gegner zielten. Jetzt wisst ihr, was das für Leute sind, die da
immer hier die Polizei und so bewerfen hier mit irgendwelchen Sachen. Ne? Nicht viel besser. Schimpansen fressen tierische und pflanzliche Nahrung. Zu ihren Kindern sind alle Schimpansenmütter sehr liebevoll. Sie unterrichten sie selbst im Gehen und Klettern. Wenn Schimpansen in Zoos Kunststücke machen, haben sie vielleicht Spaß dabei. Steckt man sie allerdings in Menschenkleider, ist das Tierquälerei. So steht es hier. Auflösung also unserer Fragerunde hier zu 1 B, zu 2 C. Und trotzdem ist der Mensch am Ende dämlicher. Ne? Wer führt Kriege und Co.? Ne? Der Mensch. Wer meint, er wäre besser als der andere und Co. und schöner und hast du nicht gesehen? Der Mensch. Ne? Dem Schimpansen ist das scheißegal. Ne? Jedem anderen Tier ist das scheißegal. Ne? Man nimmt sich so, wie man ist. Fertig. Ja? So, da gibt es nämlich nicht so ein Verhalten wie hier bei uns hier, ne? Mal eben so nebenbei angemerkt. So, zu guter Letzt haben wir die Goldstumpfnase. Sieht eigentlich richtig flauschig aus, ne? Die erste Frage: Welche Affen haben keine Daumen? A. Kleideraffen, B. Stummelaffen, C. Nasenaffen. Zweite Frage: Affen haben als einzige Tiere A. ein verhältnismäßig großes Gehirn, B. einen unverwechselbaren Fingerabdruck, C. ein ausdrucksfähiges Mienenspiel. Also ich spiele persönlich nicht mit Minen. Nur so, ne? Also könnte gefährlich werden. unter den Nasenaffen sind die Tiere mit einer Stupsnase, eine eigene Gattung. So. Sie haben meist ein langhaariges Fell und leben in den hochgelegenen Bergwäldern Asiens. Schon 2000 Jahre vor Christus wurden auf chinesischen Vasen goldfarbige Wesen mit einem langen Schwanz und einer Himmelfahrtsnase abgebildet. Aber bis in das 19. Jahrhundert hinein glaubte niemand daran, dass es solche Tiere wirklich gibt. Es war eine Abbildung von Goldstumpfnasenaffen, die in freier Natur nur sehr schwer zu beobachten sind. Diese widerstandsfähigen Tiere, die sogar in schneebedeckten Wäldern leben können, fressen vor allem Früchte, Knospen und Blätter. Gefangen konnten die seltenen und scheuen Affen bisher nur in chinesischen Zoos gehalten werden. Ja, wisst ihr Bescheid. Ne? Und wie gesagt, man sollte eigentlich Tiere eher in der freien Natur lassen, als dass sie ja, ich sag mal, irgendwo in Gefangenschaft leben. Ja, und wenn hier Wölfe rumrennen, wenn hier Bären rumrennen, von mir aus auch Löwen, Tiger, keine Ahnung was, ja, dem würde ich tatsächlich heutzutage mehr vertrauen als einem Menschen. Ja, ganz ehrlich. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, weil das war es natürlich jetzt wieder, ne? Dann lasst doch mal, wie gehabt, ein Like, Kommi, Abo. Naja, ihr kennt das Spielchen, ja? Einfach mal da. Und vor allem bin ich auch gespannt, wer von euch die richtigen Antworten wusste. Ha? Jo. Ne? Also, bleibt uns wohlgesonnen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.